Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu dem nächsten Teil der Top 20 der besten Spiele 2020. Wir sind angekommen bei Platz Nummer 17 und der gehört Bloodstained Curse of the Moon 2. Bloodstained Ritual of the Night ist ja der große Castlevania Symphony of the Night-like von Koji Igarashi, dem Erfinder von Symphony of the Night, dem langjährigen Betreuer der Castlevania-Serie, der sich ja vor einigen Jahren selbstständig gemacht hat und über Kickstarter das Bloodstained finanziert hat, was einen schwierigen Weg hatte, bis es fertig geworden ist, aber dann doch ein sehr schönes Metroidvania ergeben hat am Ende, das mittlerweile auch einen guten Randomizer-Mode hat, den wir in der Randomizer-Show zum Beispiel vorgestellt haben, auf Rocket Beans TV. Und grundsätzlich, bis auf ein paar bestimmte Parts, das am Ende das Level-Design nochmal hätte, finde ich, ein paar Schliffe vertragen können, weil der stärkere Part ist der erste Part und gegen Ende hin merkst du, okay, jetzt haben die nochmal geguckt, was wir für Gebiete dazu packen können. Aber das sind so kleine Kritikpunkte, die man an dem Titel dann noch finden kann, die nicht wirklich ins Gewicht schlagen dafür, dass es wirklich ein schönes Metroidvania ist. Im Gegenzug gab es ja aber auch das Spin-off Curse of the Moon, das erste, was quasi überraschend im Vorfeld erschienen ist, wobei es müsste auch, denke ich, ein Kickstarter-Goal, eine Incentive oder so gewesen sein. So das Äquivalent davon, ein 8-Bit-mäßiges Spin-off, was so ein bisschen Seitengeschichte, Vorgeschichte müsste es gewesen sein, wo Charaktere drin sind, die man auch aus Bloodstain kennt, da als Hauptakteure mit dabei sind, die aber dann Castlevania 3, like wie auf dem NES, dann unterwegs sind und Action machen, was dann weniger Metroidvania ist, sondern klassisches Castlevania, aber mit verschiedenen Pfaden, die genommen werden, können, mit unterschiedlichen Charakteren, die gespielt werden können. Das erste Curse of the Moon war richtig gut. Ne? Schöne Chiptune-Musik, sah zwar nach NES-Spiel aus, war aber wesentlich aufwendiger, was die Gegnermodelle und die eigenen Sprites und so weiter angeht, gerade bei den aufwendigen Bosskämpfen, wo man auch ein paar Bosskämpfe aus Ritual of the Night in so einer 2D-Form dann spielen konnte. Und das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Dementsprechend habe ich mich auch gefreut auf Curse of the Moon 2 und im geringsten Maße könnte man sagen, es ist more of the same, aber auch im besten Maße ist es more of the same. Ne? Also wieder in der Tradition von Castlevania 3, schöne Chiptune-Musik, dann sehr hübsch umgesetzte Pixel-Art-Grafik, verschiedene Charaktere, die teilweise sehr unterschiedliches Gameplay und Schussfähigkeiten und Specials dann bieten. Der vom Hund gesteuerte Roboter, den fand ich ganz cool, ne? Weil der nochmal wirklich was ganz anderes geboten hat, sodass man sich teilweise entscheiden muss, hey, welche Abzweigung kann ich nehmen, mit welchem Charakter kann ich wie, wo was schaffen, dass nochmal Varianz ins eigentliche Gameplay mit reinbringt. Wieder recht knifflig. Ich habe es zwar einigermaßen weit beim ersten Anlauf geschafft, habe aber einige Tries sozusagen gebraucht, um da vernünftig weiterzukommen im Spiel und das dann entsprechend zu beenden. Hat mir wieder echt viel Fun gemacht. Weiß nicht, was man groß so ein bisschen dagegen sagen kann. Ich habe mit Kollege Sia gesprochen, der ja den ersten Teil gespeedrunnt hat und der hat so ein paar kleine Bedenken gegenüber Curse of the Moon 2, die es zumindest Speedrun-mäßig nicht ganz so attraktiv für ihn gemacht haben wie der erste Teil. Beim Casual Gameplay bei mir konnte ich das aber nicht so richtig dann absehen und ich würde sagen, hey, wenn ihr wirklich schönes, solides Castlevania-like Gameplay wollt, wenn euch Curse of the Moon 1 gefallen hat und wenn ihr nicht unbedingt Metroidvania Elemente wieder drin braucht, ne, sondern eher um die Wahl der Charaktere, der Skill, der abgefragt wird, das kurze Suchen mit den Levelverzweigungen und Geheimnissen, das eben nicht so tief geht mit einem Item hier und fangt wieder von da an und macht das oder das oder das. Der sollte sich das auf jeden Fall mal geben und es müsste mittlerweile, denke ich, auch mal ein wenig günstiger sein als sonst. Also das wäre Platz Nummer 17. Platz Nummer 16, aber wenn wir schon bei Metroidvania sind, zumindest am Rande von Thema hier, sind wir bei einem Metroidvania. Und eines, was ich fand, im ganzen Feld der Metroidvanias, ein Genre, was sehr häufig bespielt wurde in den letzten Jahren, doch eines der interessanteren Spiele. Und auch wenn der Umfang nicht der allergrößte ist und ich habe es in der Session hier in 4+ Stunden für euch durchgespielt, komplettes Let's Play dann dazu gemacht, mal in die Rolle des Bösewichts reingehen. Carrion ist gemeint, kam ja auf vielen verschiedenen Plattformen, war sogar im Game Pass sofort mit drin für die Leute, die es ausprobieren möchten. Es ist essentiell, dass Metroidvania von der Seite des Bösewichts aus hier seid. Was war es? Ein Alien, eine Mutation oder sowas, die sich in einem Labor befindet. Eine Masse mit Tentakeln, die rausgehen kann und ihr brecht aus eurem Labor
Gefängnis quasi raus und versucht an die Freiheit zu gelangen, futtert dabei etliche Wissenschaftler auf, versucht dann Fallen zu umgehen und Rätsel zu lösen und ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Gameplay natürlich anders funktioniert, wie so ein Schleim durch Gänge durchquetscht und durch Röhren. Das ist natürlich ein bisschen anders vom Anspruch her, als wenn man präzise Sprunganlagen und kleinere Sprites hat, die gegeneinander kämpfen und versuchen dann, okay, mit welchem Tentakel greife ich wie wo, dass ich den Gegner von oben nehmen kann und zerkleinern, damit er mich nicht anschießt und ihn dann aufessen kann. Wird alles schön morbide mit hübscher Pixelgrafik dargestellt und es haben wir tatsächlich nochmal diesen anderen kleinen Kick gegeben, gegenüber dann vergleichbar Metroidvanias, was dagegen sprechen würde und was dem Spiel vielleicht verwehrt hat, ein bisschen weiter oben zu landen. Ah, der Umfang natürlich, na, wenn man dran bleibt, wie gesagt, 4 Stunden ist auch das, oder 4,5 Stunden eher das obere Ende vom Spektrum und manche Leute kommen bestimmt auch in der Hälfte oder 3/4 der Zeit da vernünftig durch und dann ist es auch okay, also wenn ihr es wirklich im Game Pass oder so gespielt habt und ich weiß gar nicht, ob es immer noch drin ist im Game Pass, aber es war zumindest beim Release, dann hat man da auch seine Unterhaltung mit rausgeholt, ne? Aber bei anderen Sachen denkt man, gerade Metroidvania könnte noch mal ein bisschen mehr vertragen. Ich weiß nicht, ob es mehr getragen hätte von der Länge her, ne? Weil so, okay, da kommt eine Idee dazu, da werden nochmal schwierigere Gegner gemacht. Oh, kann ab und zu mal frustrierend sein, wenn man gegen Bosse es sozusagen zu tun hat und dann schaut, hey, warum ist meine Energie auf einmal leer geworden komplett? Ah, ich habe gerade noch mit der Steuerung ein bisschen gekämpft und bin dann in diese Schussanlage reingeraten und so weiter und dann muss man nochmal probieren. Es gab schon ein paar knifflige Stellen, die durch die Steuerung ein bisschen erschwert wurden und dieses Spiel verzichtet bewusst auf eine Map. Das ist im Grunde auch in Ordnung. Ja, weil das Game dir versucht, durch die Umgebung eben diese Rätsel klar zu machen, dass du weißt, okay, ich bin da durch die Röhre gerutscht und da ist so ein One-Way, wo ich da oben rauskomme, wenn es so außen drumherum geht, damit ich da oben an den Schalter komme, wird über kurz oder lang sowieso dafür sorgen, dass ihr trotzdem nach dem richtigen Weg schauen müsst und dann vielleicht mehrfach im Kreis geht, um zu gucken, hey, war ich da schon durch? Ach, ich habe vergessen, diese Fähigkeit auszuwählen und da kommt man schon hin, ne? Wenn man vernünftig sich da durcharbeitet. Allerdings, es ist da eben auch ein gewisses Maß an Verwirrung, was mit dazu kommt. Und ich will nicht sagen, dass sich das in Spielzeitstreckung dann niederschlägt, weil so viel wird die Spielzeit da nicht gestreckt. Aber ich denke mal, es ist ein bewusstes Element gewesen. A, weil sich das auf das Gameplay auswirkt und B, weil man mit der Map wahrscheinlich noch schneller dann durchgekommen wäre und da vernünftig hätte gucken können. Ansonsten aber ein sehr schönes Spiel und ich finde, kann ich auch ganz gut hier ganz nah draußen aus der Top 15 dann rauslassen auf Platz Nummer 16. Platz Nummer 15 ist ein Game, hatte ich so ein bisschen Erwartungen drin und ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob so viele andere Leute es tatsächlich auch komplett durchgespielt haben. Es kam bei mir sozusagen zur richtigen Zeit, dass ich gerade da ein bisschen Gelegenheit hatte, um länger mal an so einem Spiel dran zu spielen und da waren die neuen Konsolen noch nicht draußen, das konnte ich auf dem PC zocken und als Open-World-GTA-Fan sind solche Spiele erstmal grundsätzlich ein bisschen interessant für mich, um sie mal anzugucken und die Grundidee fand ich auch ganz lustig. Watch Dogs Legion ist es auf dem PC von mir durchgespielt, das Sandbox-Ubisoft-Spiel, angesiedelt in einem London der nahen Zukunft, will ich sagen, weil da alles schon wesentlich technisierter ist, mit einer, ja, Dystopie ist es nicht ganz, aber kennt ja von den anderen Watchdog-Spielen, ja, die Hackergruppe DedSec wird hier eines Terroranschlags beschuldigt, den sie nicht begangen haben und durch eine andere, Zero Day, glaube ich, hieß die andere, ne? Die andere Sekte, die dazu kommt, die das dann verursacht und denen in die Schuhe schiebt, was das Resultat ist, dass DedSec quasi aufgelöst wird und in London so ein Autoritätsstaat daraus wird, kontrolliert von persönlichen Wachfirmen und vom Staat und so weiter und so fort, wo natürlich dann wieder gegen rebelliert werden muss und man selber dann die Aufgabe bekommt, DedSec wieder loszustarten. Und das Interessante ist ja hier ja, dass es keinen festen Hauptcharakter gibt, sondern dass jeder der Hauptcharakter sein, jeder der NPCs, der herumläuft, der von euch rekrutiert werden kann, die dann verschiedene Talente, verschiedenes Aussehen natürlich mitbringen, aber auch Zusatzboni und andere Geschichten. Und dieses Element funktioniert okay. Also der Fokus, ja, wir sind eins, Legion, ne, das ist ja auch im Namen schon mal drin, funktioniert okay in der Hinsicht, dass man tatsächlich irgendwann mal so sein Arsenal, seine Gruppe an Leuten hat, über die man gerne verfügt. Ich bin meistens zwischen einer Handvoll immer hin und her gewechselt, die dann für mich die wichtigen Skills hatten, welche entweder die zum Stealthen gut waren oder andere, die über Flugdrohnen verfügen, die mir ein ums andere Mal sehr viel Zeit gespart oder den Arsch gerettet hat, so eine große Flugdrohne, die man jederzeit rufen kann mit bestimmten Charakteren, zu denen man direkt mal auf ein Häuserdach rauf kann oder sich schnell irgendwo dann hinbegibt.
und weitere Elemente, die dazukommen, so Spinnendrohnen, die unterwegs sein können, mit denen man dann Sachen aktiviert, ausschaltet und verschiedene Missionen und so weiter erledigt, also viele Technik-Gadgets, die dazukommen. Was bei den Charakteren nicht so cool funktioniert, ist es eben, dass man versucht hat, denen eine Stimme und einen Charakter zu geben, der dann generiert wird. Also ich denke mal, viele der Dialoge wurden mehrfach eingesprochen, damit es dann so ungefähr auch auf die Art der Figur dann drauf passt. Wobei es nicht zu 100% zugeschnitten ist. Ne? Und da wird versucht, so Protagonistendialoge auf Allerweltsfiguren draufzupacken. Und das wirkt irgendwie so ein bisschen deplatziert, ne? Dann hat man auf einmal irgendwie so einen flippigen Dialog mit Sabine, dem Kontakt, die DedSec-Gruppe im Hintergrund dann wieder sozusagen aufbauen will, die so als Schirmherrin da auftritt und mit euch ständig quatscht und alles drum und dran. Und auch Dialoge innerhalb der kleinen Stories, die da passieren. Und da kommt eben mal auch mal eine Situation zustande, die habe ich auch anderswo genannt. Dann geht's in einer ziemlich interessanten Side-Story irgendwie um heruntergeladenes Bewusstsein im Computer, ne? Und wann ist ein Mensch noch ein Mensch? Also diese typischen Sachen, die gerne aufgegriffen werden, aber mit einer interessanten Art verpackt, dass man da entsprechende Geschichte folgen kann. Und ich bin da reingegangen mit einer Bauarbeiterin im Bauarbeiter-Outfit, ne? Und die dann anfängt, dann so quasi philosophische Fragen zu stellen und in die Dialoge mit einzuverweben. Und das kann so ein bisschen so ein Stimmungs- und Stilbruch eben sein, ne? Und weiß nicht, ob ein fester Hauptcharakter, doch, ein fester Hauptcharakter hätte wahrscheinlich da ein bisschen mehr gebracht, aber nach und nach seht ihr eben, dass es die Charaktere, die ihr macht, so allgemein gehalten wurden, dass alles auf die viel funktioniert, ist im schlimmsten Fall dann entgegen deren Ausrichtung dann wirken kann, was das Storytelling und so weiter angeht. Und irgendwann hatte ich auch nicht wirklich großes Interesse daran, jeden zu rekrutieren und mitzunehmen, wo die eigene Rekrutierungsmissionen haben, die dann zufällig erstellt werden. Oh, erledige den Typen oder besorge mir dieses Item, und nur um diese Figur drin zu haben. Sei denn, ich habe was gefunden wie so eine, wie die Antiterror-Oma, die wir schon mal gesehen haben, die dann herumlaufen kann und stealthen und Leute stunt oder so, die mir eine Stun-Gun daherkommt. Solche Sachen und Charaktere nehme ich gerne nochmal mit, aber grundsätzlich dieses Feature war nicht so ultra prall, hat es dennoch ein bisschen bereichert. Ich fand es interessant, London fand ich cool als Stadt, die dann entsprechend gute Location geboten hat für das verschiedene Zeug, auch das Missionsdesign, was ja essentiell Cyber-Stealth gewesen ist, wo ich immer ganz gerne stealthe und Sachen und versuche reinzukommen, mit Charakteren erweitern, seine Gadgets und seine Hacking-Fähigkeiten, die es dann möglich machen, in Kameras reinzuspringen, Computer auszulesen, andere Drohnen zu übernehmen und anderes Zeug zu machen. Hat mir immer ein paar schöne Möglichkeiten gegeben, anders zu stealthen als jetzt bei dem Metal Gear Solid. Und da habe ich die Mission ganz gerne gemacht. Ab und zu mal kam auch dann der Zeitpunkt, wegen, ach fuck it all, und ich versuche mich da durchzuballern, was in den wenigsten Fällen geklappt hat, aber es hat ab und zu auch mal geklappt. Aber so dieses Ausloten und Cyber-Stealthen oder so, das fand ich schon ganz cool. Und auch wenn manche Elemente ein bisschen häufig benutzt wurden, ich fand dieses Verknüpfen von Leitungen, dass man so verschiedene Knotenpunkte drehen muss, ist eigentlich eine coole Idee, aber es wurde auch teilweise sehr lang und sehr überbordend dann angewendet später, und Verteidigungsmissionen gegen Drohnen machen keinen Spaß, was ich heute sagen, so Belagerungssachen, wo dir dann, oh, du musst so und so viel Zeit verbringen, um das, diesen Prozess ablaufen zu lassen, und währenddessen wirst du überall von Drohnen angegriffen. Das ist, ach, fuck, ne? Also, das war weniger cool. Grundsätzlich aber hat mich das Spiel lang genug dran gehalten, und Story ist alright, ne? Es gibt ein paar, gerade in den einzelnen Geschichten, ein paar interessante Ansätze, das, was ich vorhin erwähnt habe, aber es hängt dann immer mit so den Crime-Bossen zusammen oder den Oberen der Stadt, die dann auch für gewisse Story-Stränge stehen, die dann durchaus interessante eben Sci-Fi- und Agentengeschichten drin haben. Die übergreifende Story hätte ein bisschen geschliffener sein können, und die Kleinigkeiten, irgendwann hatte ich auch keinen Bock, der so mehr groß zu machen. Aber ich habe es durchgespielt. Es hat mir letzten Endes Spaß gemacht. Ich denke, wahrscheinlich, wenn ich Cyberpunk spiele, werde ich viele dieser Cyber-Stealths und anderen Fähigkeiten wahrscheinlich auch da mit drin haben. Von dem, was ich gesehen habe, oh, auch hier kann ich mich in Kameras hacken und solches Zeug machen. Hat mich ja wahrscheinlich ganz gut darauf vorbereitet. Und vielleicht ist es ja ein ganz guter Vorbote, dass ich Watch Dogs Legion gespielt habe, gut genug gefunden habe, dass ich es auf die 15 packe, wenn ich dann Cyberpunk zocke. Das sollte es für heute gewesen sein. Wenn ihr mehr schauen wollt hier auf rpgheaven.de, guckt euch das letzte Video an, guckt euch die nächsten Videos an, die demnächst kommen. Ich war der Gregor und ich sage Tschüss.